und das ist die sechste und letzte, wendet sich an die älteren Wetzikerinnen und Wetziker, weil da gibt es einen Haufen Bedarf und einen Haufen Fragen und einen Haufen Aktivitäten, die man angreifen will. Und darum auf der Bühne bei uns Barbara Hürlimann. Willkommen auf der Hackathon-Bühne. Ja, guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, Ihnen die letzte Challenge vorstellen bzw. unsere Resultate zu präsentieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind 60, 65, Sie scheiden aus dem Berufsleben aus und denken, was könnte ich machen? Ich will meiner Frau nicht auf die Nerven gehen, ich will mich vielleicht noch sozial betätigen. Ich habe vielleicht aber auch ein Problem gesundheitlich. Ich fühle mich einsam und so weiter. Wo gehen Sie hin? Jetzt gehen Sie vielleicht auf die Homepage von der Stadt Wetzikon und finden da, wie wir es jetzt dargestellt haben, auf der linken Seite relativ unattraktiv die sehr guten Angebote von Wetzikon aufgelistet. Und das möchte ich wirklich betonen und ich glaube, das darf ich betonen. Ich arbeite erst seit dem Februar in Wetzikon. Die Angebote sind wirklich toll. Aber es ist nicht sehr attraktiv und man findet nicht sehr einfach die geeignete Dienstleistung, die man braucht. Und, das ist ganz wichtig, 74% der Bevölkerung 60+ ist digital unterwegs. Also möchten wir doch das zusammenbringen, weiterhin gute Dienstleistungen in der Stadt Wetzikon anbieten und die auch so darstellen, dass Seniorinnen und Senioren die Dienstleistungen auch benutzen. Das war das Ziel dieser Challenge. Die App die soll aber nicht so sein, dass man einmal drauf geht und dann ist sie wieder langweilig und man findet, ja, ist doch nicht so das Wahre, sondern sie soll wirklich die Aufmerksamkeit auch halten, interessieren, informieren. Sie soll darum einfach sein, übersichtlich sein, allenfalls sprachgesteuert sein. Sie soll sich wirklich an die Bevölkerung 60+ richten. Sie soll aber auch ermöglichen, dass man sich einfach kann für Angebote der Stadt Wetzikon anmelden kann. Ich mache ein Beispiel Mittagstisch. Jetzt ist es relativ mühsam, wenn man muss anrufen, den Mitarbeitenden von der Fachstelle Alter sich dort telefonisch einen Termin reservieren, den auch wieder abmelden, wenn man nicht kann teilnehmen kann. Zukünftig soll das mit einem Klick möglich sein. Es soll aber auch eine Win-Win-App geben, die auch der Stadtverwaltung ermöglicht, einfacher ihre Angebote unter die Leute zu bringen. Bei der Entwicklung dieser Senioren-App sind wir dann aber irgendwie darauf gekommen, dass wir die Senioren nicht möchten als Silo betrachten, sondern dass wir die ganzen gesellschaftlichen Anliegen möchten unter einen Hut bringen, weil es heisst ja auch Abteilung Gesellschaft und die hat diverse gesellschaftliche Bedürfnisse. Die Bedürfnisse, da haben wir verschiedene Zielgruppen, Anspruchsgruppen vom Kind bis zum Alter, die haben alle ihre Bedürfnisse. Aber die alle sollen können auf ein Portal zugreifen. Das ist hier unser Wetzikon-Portal. Das ist die Stadtverwaltung mit ihrem Angebot. Weil wir möchten ja als Stadt für die Wetzikon tätig sein. Also vom Wetzikon für Wetzikon. Und man soll können zu uns kommen auf verschiedene Wege. Man soll können chatten, man soll telefonieren können. Man soll ein Mail schreiben, aber man soll eben auch vorbeikommen. Das ist auch etwas, was man in der nächsten Zeit lancieren würde. Oder eben uns über die App kontaktieren. Die App soll aber nicht nur eine Einwegkommunikation sein, sondern wir möchten eben auch, dass sich die Leute in diesem Raum bewegen können, mit den Austauschräumen. Dass ein digitales Quartierwohnzimmer entstehen kann, dass man Einsamkeit im Alltag verhindern kann. Weil das sind so diverse Punkte oder diverse Gefahren, die bestehen im Alter. Wenn man eben nichts mehr zu tun hat, dann tut man vielleicht die Zucht abdriften. Man wird krank, man ist einsam, man fühlt sich allein.
wird auch armutsgefährdend ist ein Thema. Und darum möchten wir das in dem Sinn ermöglichen, dass man vielleicht auch, wenn man von zu Hause aus möchte, Kontakt suchen, das dann eben auch kann. Ja, und um das können machen, haben wir das Glück gehabt, mit dem Erfinder, sage ich jetzt einmal, von der Jugend-App Kontakt aufzunehmen. Weil für die Jugend-App hat man schon so etwas gemacht und das möchten wir jetzt eben in eine Gesellschafts-App umwandeln, möchten dann alle Anspruchsgruppen erreichen, also wegkommen von dem Silo-Gedanken zu einem gesellschaftlichen Gedanken, möchten aber weiterhin analog und digital uns mit den Anspruchsgruppen können unterhalten. Ich möchte aber auch die Verwaltung ein bisschen Schubs geben, dass eben die Verwaltung auch näher an die Bevölkerung herangeht und keine Scheu mehr hat, dass man so sagt, man tut miteinander zusammen, in dem Sinn Gemeinde at home. Das heisst jetzt nicht, dass man immer heimgeht zu den Leuten, das ist eine mögliche Variante zum Kontakt haben, aber dass man nach ist bei der Bevölkerung. Und dass man es auch mit der neuen Webseite, die die Stadt entwickeln kann, verknüpfen. Und wie könnte das aussehen? Das ist so ein Prototyp, wo wir eben so eine Jugend-App als Vorbild genommen haben. Man sieht hier auf der linken Seite die Jugend-App von Wetzikon. Das ist alles auf der gleichen Plattform in verschiedenen Städten sichtbar. Also man sieht hier zum Beispiel Bern, die haben das anders dargestellt. Wir haben hier andere Städte, die das gebracht haben. Wir haben hier Bayreuth, wir haben Bern. Wir haben dort Asoizach als Beispiel, wo man da schon verschiedene Kacheln sieht. Dann können wir zum Beispiel das auch in der Stadt Wetzikon machen mit Jugend, Alter. Wir können es mit Kleinkindern ergänzen, dass eine App für alle Gesellschaftsschichten entsteht. Und wie sieht das weitere Vorgehen aus, wenn wir uns das vorstellen? Wir möchten das konkretisieren mit dem Verein Jugendarbeit Digital, der die Jugend-App kreiert hat. Wir möchten aber auch eine Peer-Gruppe bilden mit allen Anspruchsgruppen, wo man das aufbereiten können und dann einen Prototyp für Wetzikon erstellen und selbstverständlich in Absprache sein mit der Webseite von Wetzikon. Das wäre so unsere Planung und wir glauben fest daran, dass sich der Challenge auch verwirklichen lässt. Und zwar relativ einfach. Und wir hoffen, dass wir in einem Jahr dann auch schon gute Resultate präsentieren können. Merci vielmals.